So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig und ihr habt richtig gelesen. Mal wieder ein Eintrag in mein Krebstagebuch. Ich werde ja letzte Zeit wieder gefragt, wie es mir geht und sowas alles und die ganzen Untersuchungen, wie die verlaufen sind. Ganz ehrlich, nächste Woche habe ich wieder eine Kamerafahrt durch die Nase, wie mein Krebstumor sich entwickelt hat, ob der noch an derselben Stelle ist, ob er sich die Kruste aufgeplatzt ist. Einige von euch wissen, wovon ich rede. Dann vor kurzem habe ich einen Zusammenbruch gehabt. Ihr seht es, dann wurde mein Port, der hat so geschmerzt beim Liegen, weil der hat sich verdreht und komplett auf die Herzseite verklebt, musste also entfernt werden. Im Moment sieht die Narbe so aus. Ich möchte die Fotos natürlich jetzt nicht richtig nahe ziehen. Ihr seht, es blutet noch ein bisschen. Ob ich einen neuen Port kriege, das stellt sich im November raus. Da ist die ganz große Untersuchung wieder dran, weil ich bekomme zweimal eine CT-Untersuchung im Jahr. Ob irgendwo sich was gebildet hat, aber Krebspatienten wissen, wovon ich rede. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber meine Trockenheit, meine Versprecher immer ab und zu, das ist im Moment wieder heftiger geworden. Mein Tinnitus ist auf dem höchsten Niveau, also das hält man teilweise gar nicht aus. Ab und zu geht es mal wieder ein paar Stunden lang, dann wieder richtig heftig. Aber damit muss man leben. Und kann man noch leben und man lebt noch, sage ich immer wieder. Deswegen immer positiv denken. Ist egal, wie schlimm eure Krankheit ist, was für Tumore ihr habt. Denkt immer nur positiv, nicht nur an euch, auch an andere. Immer dagegen ankämpfen. Überwindet den Schweinehund, mache ich auch jetzt schon seit 2 Jahren, das wisst ihr ja. Mal ist es heftig, dann kommt man wieder runter, dann hat man ein paar Tage. Was aber, irgendwie baut man sich immer wieder auf. Ich danke meine Videos, die ich für mich und für euch mache, baut mich das auf. Ich denke nicht darüber nach, ich komme nach der Arbeit nach Hause. Überlege ich mir, oh, was für Videos kann ich jetzt machen, lese im Internet, oh, ich soll mal davon wieder Wunschvideo machen und davon, dann mache ich das einfach und ich denke nicht darüber nach. Das ist der Vorteil, dank euch, ist richtig cool, aber wie gesagt, nächste Woche habe ich eine kleine Untersuchung mit der Kamerafahrt, ob der Krebstumor sich die Kruste, wie man so schön sagt, oder die Verkapselung, irgendwo ein Riss drin ist, gebrochen ist, wie man so schön sagt. Und dann im November wieder die ganz große Untersuchung, die ich zweimal im Jahr habe, mit die CT, Blutwerte, Knochen. Ich brauche darauf gar nicht eingehen. Es war jetzt einfach nur mal wieder ein Eintrag in Krebstagebuch und gleichzeitig ein Wunschvideo, wie es mir geht. Mir geht es gut. Da, wo sie den Port ja rausgenommen haben, haben sie jetzt hier festgestellt, weil der Port war ja hier, der Schlauch ging hier oben hinter den Hals her, so aufs Herz drauf. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Doktor Merge bekommen. Und zwar einen Herzspezialisten, wo immer diese Chemo drauf getropft hat. Die oberste rechte Herzklappe, Kammer, höre ich schon gar nicht mehr zu, ist nicht so, wie sie sollte. Jetzt muss ich da auch alle 3 Monate hin und ein Herz-EKG machen, wie das ist, weil die kannten mich vor dem nicht, wie mein Herz gepumpt hat. Jetzt ist eben auf die Seite, Anführungsstriche, ein wenig falsche Werte, deswegen alle 3 Monate jetzt erstmal da noch, auch noch zusätzlich hingehen. Also, die Leute in Weiß sehe ich neuerdings immer öfters. Aber so spielt das Leben. Und ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, eure Familien, eure Angehörigen immer gesund. Und wenn ihr, so leid es mir tut, einen Krebspatienten bei euch in der Familie Bekanntschaft haben, baut ihm auf, tritt ihm immer in den Arsch. Ich sage es in jedem Video. Baut ihm auf. Wenn er es selbst nicht kann, macht ihr das, macht ihr das. Was anderes kann ich im Moment nicht sagen. Ihr merkt schon, gleich kommen ja die Versprecher oder die Schlucker, weil es im Moment wieder richtig trocken wird. Deswegen beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, das war jetzt mal wieder ein gerechtfertigtes Krebstagebuch-Eintrag. Und deswegen sage ich wie immer, bleibt gesund und eurer Familie und bis demnächst.